Alter, was geht ab, Leute? Donge, Sandwich Time. Wer darf nicht fehlen, wenn es um Sandwiches geht? Tati natürlich. Aus dem Vaterschaftsurlaub, aus Ramadan, er ist back. Brandneuer, gehypter Sandwichladen. Von den Leuten, die auch Perfects Express machen. Ihr wisst, der gehypteste, der beste Smashburger in München. Ivanjo war auch dort. Hab sein Video dazu noch nicht gesehen. Der hat Django's gehypt. Ein Döner. Ist in meinen Top 3. Der meinte, krasser Döner, irgendwie Clickbait-titelmäßig, bester Deutschlands. Vielleicht schauen wir da demnächst nochmal vorbei. Wir sind hier in einer Hipster-Gegend, was halt witzig ist, weil ich komme aus dem Norden, Tati kommt aus dem Westen. Also wir kommen beide aus Gegenden, wo der Ausländeranteil höher ist, sag ich mal. Und hier ist es halt so, wie ihr euch München vorstellt. Ich bin an so einem veganen Restaurant vorbeigegangen. Ein Café, voll mit Hipstern, alles voll, die chillen dort, so wie wir in Shisha-Bars chillen. Sorry, geht ab. Es geht ab, man, alles fit? Passt. Das ist hier, ja. Ja, was schaust du so? Nee. Ist das ein Ding? Ist das ein, wie heißt das, Pop-Up-Store oder sowas? Ja. Schon, oder? So. Ja, nicht billig, 3 Sandwiches, 40 Euro. Schauen wir mal. Von der Größe her? Ja, genau, kommt dort die Größe an. Aber jetzt mal mittlerweile, jeder Burger kostet auch schon so. So ein kleiner Burger kostet auch schon, keine Ahnung, 10 bis 15 Euro teilweise. Wow, wo hast du 15 Euro für einen kleinen Burger gezahlt? Ja, jetzt übertrieben, aber weißt schon, so 12 Euro oder sowas, weißt schon. Ja, schauen wir mal. War letztens ja mit der Ersatzbank, mit dem Ersatzteam essen. Ey, das war katastrophal. Warum? Aber die hatten nichts zu sagen zum Essen, die haben einfach gegessen. Ich hätte auch alleine dahin gehen können. Naja. Was muss, das muss, ne? Zum Ding, oder? Zum Burger, oder? Oder gibt's auch selbst schon Sandwiches dort? Ne, Burger, also Burger, Fried Chicken und so. American Side Dishes, ja. So Pop-Tarts, okay. Fries. Aber das ist ja noch nicht, oder? Nee, das nicht. Branding ist blau-weiß, Leute. Und deren Burgerladen, Branding ist rot-weiß. Ich sage voraus, die machen irgendwas Veganes, Branding grün-weiß. 2 waren schon ausverkauft, die waren sehr beliebt. Turkey und natürlich Pastrami. Pastrami, dann haben wir hier noch ein paar Tassen geschenkt bekommen, als kleines Geschenk. Als Bestechung, aber das funktioniert nicht, Leute. Da müssen die mir schon Bitcoin oder Solana schenken. So, gönnen wir uns. Oder machen wir jetzt mal alle raus, oder was? Machen wir erstmal alle raus, ja. Ein nach dem anderen. Eggplant. Also ein Veggie haben wir. Veggie oder vegan? Weiß es nicht. Kann ich nicht sagen. Dann ein irgendwie Cold Cut New York Style und ein Meatball. Yes. Mein Gott, Meatball Sandwich. Das war doch das Lieblings-Sandwich von Duck. Oder nicht? Ja. Meatball Sandwiches. Yes. Was warm? Meatball Beef. Beef Meatballs sind das, Leute. Ich wollte gerade sagen, oder? Darf ich das überhaupt essen? Gott. Die packen das schon sehr gut ein. Aha. Aha. Das schaut mal richtig juicy aus hier. Alter Junge. Hat Subway Vibes, ja. Was aber nicht schlecht ist, weil. Ja, das war immer geil. Ja, Subway kann schon was. Also, ist mal abgesehen davon, also wenn man jetzt von dem Preis her sieht, ne? Ja. 12 Euro, glaube ich, kostet es, oder 12,80 oder sowas. Ja. Ist es schon ein gutes Stück. Ja. Ja. Oh. So. Jungs, ich freue mich ganz mal. Sehr geil, sagt er. Mhm. Damit hat er schon mehr gesagt als Nico und Barisch zusammen. Hallo. Das hat so eine. Ja, das ist so.
wenn ihr das kennt, so Meatballs mit Nudeln, ja. Tomatensauce ja. und Käse. Also da ist es jetzt kein Parmesan, aber so ein Schmelzkäse. Ja. Das hat diese Vibes einfach und das ist schon sehr lecker. Mhm. Könnte ein bisschen kräftiger sein, so vom Gewürz, vom Geschmack her. Ja. Aber ist natürlich eine Geschmackssache, aber ich finde es sehr, sehr saftig, sehr lecker, Brot ist sehr lecker. Gutes Sandwich, sehr gutes Sandwich, muss ich ehrlich sagen. So gehört es auch für einen Vater, vierfachen Vater. Ich dachte, der hat Feuchtigkeit zum Glück, Leute. Brot geil, ja? Ich schmecke schon direkt. Oh, juicy. Okay. Sehr juicy. Ah, der ist krass, ja. Shit. Die sind nicht overhyped. Ja, Mann. Die sind sehr gut. Die sind gut, ja. Fleisch auch nicht gespart. Ja. Jeder Bissen hat Fleisch. Okay. Muss ich glatt die Idee klauen, oder? Weiter geht's. Ich dachte, ich will den hier machen. Ja, der ist auch warm. Schön geschmolzenen Käse, Parmesan glaube ich, auch wieder Tomate, also ähnlich wahrscheinlich wie die Meatballs und hier gebackene Aubergine, ganz geil, wie kann man sowas nicht mögen. Man muss da Prioritäten setzen, wenn es 3 Sandwiches gibt, ja okay klar, man kann alle 3 einfach kaufen, aber dann nimmt man doch zuerst die 2 mit Fleisch. Sehr gut. Ich glaube, Panko auch, Mehl. Panko Mehl. Sehr lecker. Oh, okay. Parmesan auf jeden Fall. Das ist sozusagen, glaube ich, die vegetarische Variante von dem Meatball. Ah, ja. Ja, so mit Tomatensauce und sowas. Auch mit dem Käse, aber halt so mit den Auberginen. Nicht vegan wie ein Käse, ja. Genau, aber ich denke mal, wenn man die Käse weglässt und eventuell was anderes macht, kann das auch vegan sein. Probieren mal. Ja. So, Aubergine schmeckst du nicht so, Mann. Eigentlich. Ja, ist gut. Ich bin auch kein Anti-Veganer, Vegetarischer. Es geht nur darum, dass die anderen erstmal prioritiert haben, aber. Schmeckt sehr gut. Genau wie das andere Sandwich. An sich würde man auch jetzt nicht merken, dass ich jetzt eine Aubergine gegessen habe, sondern irgendwas Frittiertes. Aber der Meatball war schon krass. Der als erster war halt so und dann die anderen sind so immer noch. Aber der Vergleich war ist ein bisschen zu krass. So, wir schauen mal hier. Oh mein Gott. Sehr gut. Er war auch kein Vergleich zum Meatball. Zap. Ja, der war zu krass. Der war echt krass. Brot hier aber, muss ich sagen, auch ein bisschen matschiger, ein bisschen schon eingeweichter. Hier ist aber auch viel los. Das ist brutal belegt, man schaut es mal an. Alter. Das ist sehr brutal belegt. Das ist Wahnsinn. Ja. Kann man essen? Ich persönlich bevorzuge das andere. Bin ich so ein einfach so Wurstesser. Ja, genau, ja. Es ist
nicht mein Stil. Manchmal, wenn ich Wurst zu Hause habe, ich brate die sogar an. Weil dann kommt mehr Flavor, aber so, ich sag mal, pur, roh, die Wurst auf dem Brot esse ich nie. Ja, Flavor ist am Start. Soße ist geil. Brot ein Ticken knuspriger. Salat kommt gut. Oh, Salami kommt doch geil. Ja, stark, ist stark. Also alle Sandwiches, würde ich sagen, ist gut. Mhm. Meatball ist sehr gut. Ist sehr gut. Das ist halt so ein Sandwich, wenn jemand so Schinken mag, Salami mag, sowas, ja. Auf jeden Fall, ja. Kommt direkt auf seine Kosten, ja. Richtig geil. Das ist jetzt nicht dasselbe Brot. Nein, eben, das ist ein anderes Brot. Das ist so mit Kräutern. Das ist so wie das Cheese Oregano von genau. Subway. Und was sagst du? Ein Sandwich, also wir hatten jetzt ungefähr jeder eineinhalb. Ein Sandwich für eine Person. Passt. Ja, ich glaube, also man kommt auf jeden Fall auf den Geschmack, auf die Kosten. Aber ob das jetzt reichen würde, könnte knapp werden. Also für Leute wie uns, glaube ich. Aber eigentlich so von der Größe her passt es schon. Es ist nicht zu klein, auch nicht zu groß. Ja, es ist schon okay, auch gut belegt, wie gesagt. Aber ich denke mal, also einer wird mir eventuell nicht langen. Ja. Aber so für einen Snack, sage ich jetzt mal, wenn ich jetzt irgendwo mal unterwegs bin oder sowas und dann wie so ein Sandwich hole. Da holt euch ein Sandwich, dann kommt ihr sofort den Vorburger und gönnt euch noch einen krassen Burger. Wir haben gerade noch den Besitzer von 44 Burger gesehen und gequatscht. Bei dem läuft sehr gut. Haben die auch verdient, guter Burger, korrekter Typ. Wie gesagt, für Chicken Burger schauen wir nochmal vorbei. Vielleicht ich irgendwann an einem sehr hungrigen Tag für diesen riesen Beef Burger. Der ist ein bisschen vegan gegangen. Der doppelt hier raus oder was? Ja, ja. Echt? Ja, die haben ja dieses Käse-Ding. Ja. Wenn du es so aufmachst, dann fließt das so rüber. Das ist halt sehr gut für Instagram und dann. Oh mein Gott. Ist das ein bisschen viral gegangen. Das machen wir auf jeden Fall. Da bin ich dabei. Vielen Dank, Kong. Ja. Achso, das war nicht eingeladen, gell? Ich bin im Insi-Modus. Der nächste Mal geht auf mich, Alter. Okay, danke. Wir sehen uns. Auf jeden Fall, gell? Gibt's noch ein Fazit, Abschlusswort? Wenn ihr hier in der Nähe seid, geht's vorbei. Richtig geile Sandwich, ja. Aber die besten gibt es mir noch das bei mir. Das wollte ich hören, ja. Das wisst ihr, oder? Es ist wieder voll. Ich bin wieder da, weil Pastrami-Sandwich ist zurück. Das musste ich natürlich testen, weil jeder sagt, wie krass das ist. Boah, Pastrami-Sandwich und dann auch noch von denen. Ich bin gespannt und ich gönne mir noch ein Meatball-Sub. Mein Gott, das war zu krass. So, Pastrami-Sandwich. Ich meine, Pastrami-Sandwiches allgemein werden sehr gehypt. Wir hatten mal einen Laden in München, der war auch sehr klasse, aber der hat es leider nicht überlebt durch Corona. War wohl nicht der richtige Zeitpunkt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Sieht heftig aus, mit Zahnstocher, um das Ganze zusammenzuhalten. Ich würde sagen, Brot eher matschig. Saure Gurke oder eingelegte Gurke. Und eine Senfsoße. Fleisch zart. Brot schön chewy. Lecker, ja. Krass, ja. Aber kein Vergleich zum Meatball. Also Meatball ist so einer, da träumt man von. Der ist einfach gut nur. Also jetzt nicht so, wo ich sagen würde, boah, den brauche ich unbedingt nochmal. Bei Meatball, da dachte ich mir, Digga, direkt gleich nochmal holen.
glaube, Pastrami-Sandwiches sind overhyped. Mich würde Tatis Meinung dazu sehr interessieren. Fleisch ist geil, schön zart. Da fehlt mir ein bisschen das Geschmackserlebnis, die Tiefe. Ich schmecke eigentlich nur den Senf. Brot hat eigentlich keinen Geschmack. Also ganz ehrlich, den würde ich mir nicht nochmal kaufen. Da ist eine Menge Fleisch, wer drauf steht. Haut rein, vor allem das war erst die Hälfte. Und die hätte ich mir auch für zu Hause. Gebt ein Like für Tati und sein Comeback. Und gebt ein Like für die Meatballs Subs. Puh! Ja, Pastrami finde ich ein wenig overhyped. Ich glaube, das ist so ein Instagram-Food-Hype-Ding. Und Pastrami an sich. Bestimmt gibt es auch ein paar Pastrami-Sandwiches, die anders krass sind, aber ich glaube, die sind eher so. Es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum die nicht so häufig in Deutschland sind, weil ja, so geil sind die eigentlich gar nicht, wie auf Social Media gehypt wird. Aber man kann es auf jeden Fall mal testen, vor allem, das ist nur ein Pop-Up-Store. Falls ihr in München seid oder nach München kommt, checkt es gerne ab, bevor der wieder weg ist, aber so krass, wie der läuft, so wie der Hype für den Laden ist, denke ich, versucht die eine dauerhafte Location aufzumachen. Das war's von mir und Tati. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Krypto-Kanal, der Mine. Serious Business und ciao.